Racing. Hallöchen. Was haben wir heute für euch? Wir haben hier den neuen Anzima 3.4 V2 Traghi. Bevor wir näher aufs Fahrzeug eingehen, Kameramann, bester Freund, stell dich mal vor. Ja, hi, ich bin Sascha und bin bei der Bärschku. Sehr schön, absolut klasse. Nein, vielen Dank hier erstmal an Anzima, Jürgen Lauchs. Das Fahrzeug wurde von Anzima gestellt. Das ist die aktuelle V2-Version vom 3.4 4WD Kit Brushed. Das ist eine Brushed-Version, die wir hier vor uns liegen haben. Und ich habe absolut Lust gehabt, so ein Fahrzeug mal zu testen, Unboxing zu machen und so weiter. Habe mit Anzima, mit Jürgen gesprochen. Und er sagte, komm, ich schicke dir mal einen vorbei. Und dann kannst du ja mal selber bewerten, wie du den Wagen findest. Der Wagen selber war letztes Wochenende bei Helmesee dabei. Ich habe den Wagen hingestellt. Da waren einige andere dabei. German Acid Playground war da, auch Modellbau Metz, Adrian Metz war dabei, das Silverzee war dabei. Wir haben uns den Wagen auch erstmal nur gemeinsam alle mal angeguckt und im Großen und Ganzen der erste Eindruck, auch du hast den Wagen schon gesehen, muss ich sagen, war echt positiv. Das ist der erste Wagen für mich in dieser Kategorie. Wir reden hier, was ganz wichtig ist, von einem Fahrzeug RTR ohne Akku für knapp 160 Euro. Also wir reden hier von einer Anfängerversion. Ne? Also Kind, Tochter und sonst wer möchte halt ein kleines bisschen anfangen. Und da ist dieses Modell meiner Meinung nach gar nicht schlecht. Traghi erstmal, wir haben hier 35 mm Bodenfreiheit, Standardbreite. Und rein optisch muss ich sagen, gefällt das Ding mir richtig gut. Ja, ist richtig schick, ja. Gefällt mir richtig gut. Da kommen gleich noch einige andere Punkte, was die Verbesserung von dieser V2-Variante zu V1-Variante ist, weil die gibt es ja so. Als V1 natürlich schon. Haben wir natürlich die Unterlagen, haben wir die Anleitung, habe ich vorhin auch schon mal durchgeguckt. Einerseits finden wir erstmal Unterlagen, wie man vorne, kommen wir gleich auch noch zu, dass die Maschine hat nämlich auch vorne eine vernünftige Stahlbrace drunter. Das ist immer auf jeden Fall klasse. Gut, dann haben wir hier die Reklamationssheet. Das brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir Anleitung, Explosive View. Mit allem Schnickschnack, was man so braucht. Alles drin, alles dran. Es ist die Regler, ist die Kombo erklärt. Es ist Programmierkarte erklärt. Kommen wir gleich auch noch zu. Welches Zubehör, welches Werkzeug ist zu empfehlen und so weiter. Das haben wir alles in Anleitung. Wollen wir nicht viel weiter darauf eingehen. Wir haben Klipse. Die kennen wir auch für die Dämpfer. Einmal vorne, einmal hinten. Es kommen noch ein paar nette Aufkleber dazu. Die Fernbedienung zur neuen Funke. CFS V2. Dann kommt noch mal ein Aufkleberbogen dazu. Ja. Genau. Und halt noch mal in Rot, der eigentliche Hinweis, Achtung, Akkus 30C, höhere C-Rate und so weiter. Das ist aber Papierkram. Wir gucken jetzt erstmal die Funke. Genau. Die ist auch neu. Ist schön verbaut, ne? Ist halt eine RTR-Funke, Gottes Willen. Ne? Jo. Man darf jetzt halt das, die 159 Euro oder irgendwie sowas natürlich nicht vergessen. Ne? Aufgebaut ist die Funke ganz normal wie überall auch. Wir haben hier Kanal-Reverse, wir haben hier den Beinknopf, wir haben hier einmal Steering, wir haben hier einmal Trottel, wir haben hier den On-Off-Knopf, wir haben hier Trim für Steering und für Trottel. Und das Schöne an der Funke ist, wir können über den Kanal 3, über den Regler, eine Anfängerversion einschalten und über den Kanal 3, wenn wir den schalten, hat der Wagen 50% Leistung. Wir haben eine Brush-Kombo, einen 540 15 Turn Brush-Motor. Ich sage jetzt mal auch im Bauhaus 300 Watt oder sowas, keine Ahnung, so um bei. Ne? Und wenn wir den halt reduzieren, dann fährt das Ding die Hälfte. Angegeben ist er irgendwo mit plus 40 km/h, was sich für einen Anfänger durchaus reicht völlig. Absolut ausreichend halt. Ja. Das Schöne ist, diese ganze Version gibt es auch als Brushless mit einem 60 Ampere Brushless 3150 kV Motor. Da macht das Ding schon richtig Spaß. Hier ist jetzt eine Brush-Kombo verbaut. Gucken wir uns aber erstmal, was noch dabei, was ich zusätzlich noch dabei bekommen habe, ist ein 2S Anzima Akku. Das ganze AT-Plug bei den 30, 40 Ampere, die wir da haben, reicht das Ganze vollkommen aus. Absolut. Ja. Den habe ich so out of the box direkt ans Ladegerät angeschlossen. Das hat ein Foto gemacht und wir hatten aus dem vom Ladegerät 2,53 Milliohm pro Zelle. Top. Das Ding kommt so aus dem Karton. Das sind Top-Werte.
5000 mAh, da kannst du nichts sagen. Nee. Also das, ich weiß jetzt nicht, wo er preislich liegt, aber da kannst du auf jeden Fall definitiv nichts sagen. Nee. Bei der Funke dabei ist der kleine Schaumstoffklotz. Die Funke ist nämlich gleichzeitig auch LiPo-kompatibel. Das heißt, den Slot auf. Kasten kannst du dann rausnehmen, kannst dann zum Beispiel einen Schaumstoffblock anlegen, kannst einen kleinen Lipo reinpacken und so weiter. Top. Und für die Feier. Das ist ganz. Gucken wir uns erstmal die Karo an. Ein riesen Highlight, es gibt ein paar Highlights bei dem Auto, ist die LED-Bar, die natürlich komplett waterproof ist. Wir hatten sie, heben wir sie an, abends im Dunkeln, macht richtig gutes Licht, wie haben wir jetzt so. 7:30 irgendwann, vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Eine richtig schöne LED-Bar. Unten ist der Anschluss, den kann man ablassen. Oder man packt den Anschluss einfach in den Finger in einen Kanal und dann hat man automatisch auch die LED-Bar vorne an. Ist ein Anbauteil, kriegt man auch extra. Sieht super stark aus, sieht super klasse aus. Die Karo selber, wenn du anpackst, finde ich die schon echt stabil. Ja, das ist sie. Ne? Ich finde die ultra schick. Die sieht wirklich, also die ist wirklich echt stabil, ja. Ist wirklich gut lackiert. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde die auch richtig hübsch. Rein optisch ist die echt pfiffig. Ja. Kommen wir zum eigentlichen Fahrzeug. Nehmen wir uns erstmal das Chassis vor. Wenn wir das ganze Chassis umdrehen, sehen wir als erstes vorne. Wir haben ja auf jeden Fall eine schöne Brace drunter. Wo wir dann auch ruhig schon mal ein kleines bisschen irgendwo gegen rumpeln können und so weiter. Und der Bereich vorne ist auf jeden Fall geschützt. Ne? Ja. Auch die Chassis-Steifigkeit, wenn man sich die anschaut, finde ich, für die Modellart auf jeden Fall schon richtig, richtig tutti. Gut, vom eigentlichen Empfänger her. Standard-Empfänger und der Empfänger ist WP Waterproof. Genau, was auch ein neues Highlight ist, ist zum Beispiel auch bei dem Regler. Der Regler ist Waterproof. Ist natürlich ein Brushed-Regler. Wir haben auf der einen Seite den Jumper für LiPo NIM. Und dann gleichzeitig noch Crawler Mode Lipo. Ich denke mal, jetzt bin jetzt kein absoluter Ex-Fachmann, aber den werden sie zum Beispiel vielleicht auch im Crawler anbauen. Ne? Mhm. Und auch der Regler ist ein 80 Ampere Brush Regler mit T-Stecker. Bei der Kategorie, bei der Leistung, reden hier irgendwo von maximal 35, 40 Ampere. Im Peak ist das absolut in Ordnung. Wir haben eine 540, 15 Turns Büchse drin. Wird hier für das auf jeden Fall auch ausreichen. Wir haben hier den Kühlkörper oben drauf. Das nächste, was ich eigentlich schon interessant finde, wir haben hier Metallgetriebe-Servo und der Servo hat 15 Kilo. Das reicht für den Also 15 Fall. Kilo, das ganze Fahrzeug hat 1,74 Kilo. Und dann finde ich ein 15 Kilo Servo, finde ich da schon wirklich absolut, absolut in Ordnung. Wir müssen hier ab und zu ein bisschen aufpassen, wir haben hier Mücken. Wir sind nämlich gerade mit mir im Garten. Ja, gut. Von den Rädern her 105 mm, 55 mm breit. Wir haben schöne geschlitzte Diskwellen. Finde ich auf jeden Fall auch gut. Vom Grip machen sie auf jeden Fall auch einen guten Eindruck. Ne? Das sieht schon mal tutti aus. Wir haben Stahl-CVDs. Wir haben natürlich Outrides aus Stahl. Wir haben Stahlachsen drin. Wir haben hier auch Stahlachsen. Und das Schöne, wir haben natürlich Aluminiumkappen. Das sind Kunststoffdämpfer, Öldruckstoßdämpfer. Was sich auch so erstmal ganz gut anfühlt. Ne? Dafür haben wir auch die Clips hier oben bei. Das passt auch. Wir haben verstellbare Spurstangen. Falls man dort ein klein wenig was tun muss, hat man hier auch noch die Möglichkeit, ein bisschen was zu justieren. Auf der Seite finden wir das Akkufach. Das Ganze fahren wir natürlich mit 2S NIM oder 2S LiPo. Da ist der obligatorisch und passt hier so natürlich erstmal gut, absolut gut rein. Wenn wir die Vorderachse haben, wir haben hier auch jeweils wieder verstellbare Lenkstangen drin, verstellbare Spurstangen. Auch vorne haben wir Stahl-CVDs, Stahl-Outdrives, UC-Hubs und so weiter, die ganze Geschichte. Das ist natürlich ein Kunststoff, das ist ganz klar. Aber so macht die Kiste auf jeden Fall, sage ich mal schon, einen sehr guten Eindruck. Das sehe ich auch so. Wo man immer bei bedenken muss, dass wir hier von 160 Euro reden. Genau. Also in der Kategorie. Aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, sieht er echt gut aus. Also das denke ich auch. Auf jeden Fall. Wie gesagt, vorne hinten haben wir Stahldiff drin. Mit Liff bei der Version haben wir natürlich keinen. Stahlantriebswelle haben wir ja auch drin. Also auch kein Kunststoff. Wir haben auch hinten Stahl-Outdrives drin.
Wir haben einen 5 mm Aluminium Motorhalter drin. Es ist kein Kunststoff, es ist Alu. Also tjo, was haben wir eigentlich sonst noch Schönes? Gut, wir haben den Regler soweit erklärt. Da sehen wir dann die Funktion, wenn wir den dann das erste Mal fahren. Bei der Funke waren wir auch soweit, finde ich so erstmal ganz in Ordnung. Ist eine RTR-Funke, ganz klar, lässt sich alles einstellen, was wir eigentlich brauchen. Einen passenden Akku dazu, einen schönen 2S, auch von den Werten her mit 2,5 und 3 Milliohm, finde ich das auch absolut tippitoppi. Wie gesagt, mein erstes 1:10er Modell, der ist 405 lang, 325 breit. 165 hoch. Gewicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, sind wir hier so bei 1,74 Kilo. Radstand 270, Bodenfreiheit finde ich eigentlich auch schon in Ordnung, sind knapp 40 mm. Ja, völlig korrekt. Stoßdämpfer sind ab Werk mit 400 CPS befüllt. Das kann man von Setup natürlich auch noch ändern. So, dann fahren die Modul 0,6. Haben dann 18Z Motorritzel. Hauptzahnrad ist 64Z. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das Hauptzahnradmetall ist oder das müsste man, ich denke mal, ja, kann man zum Beispiel mal im Zubehörkatalog gucken, ich würde mal behaupten, das ist auch auf jeden Fall. So, zusätzlich, was es für den Regler gibt, gibt es eine Programmierkarte, ist meiner Meinung nach immer ein kleines bisschen einfacher, wie es jetzt zum Beispiel über die eigentliche Pieps-Version, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich kann mal eben ganz kurz nachgucken. Die Programmierkarte kostet 14,95 €. Ne, also ja, damit habe ich, ne, ich habe sie jetzt gerade mal hier, du kannst ja mal auf das Handy filmen. Ne, das ist zum Beispiel die Programmierkarte. Wo ist sie hin? Wo ist die Programmierkarte hin? Wo ist sie? Hast du weggemacht. So, machen wir das Ganze nochmal. Da ist sie. Nicht so viel mit deinen Händen bewegen. Ja, aber das ist doch viel zu klein. Das kann man ja vielleicht einmal draufdrücken und dann ist sie wieder weg. Okay, dann gehen wir noch mal eins zurück. Gehen wir noch mal auf die Programmierkarte. Okay, da war ich jetzt falsch. Wir haben es ja gleich. So, wie gesagt, das ist eine kleine Programmierkarte, mit der wir die nötigsten Punch, wir können alles Mögliche einstellen und so weiter mit der Programmierkarte. Hätte ich jetzt mein iPhone damit nur gerade gefilmt, würde ich das auch in eine Reihe kriegen. Aber es muss doch sein, dass ich das größer kriege. Jetzt habe ich es ja ganz langsam. Ne? Da war es wieder. Ja, ist okay. Wir sind ja natürlich gerade bei Android. Ne? So, wir haben hier Start Force Punch. Wir können hier Low Voltage Cutoff. So, Drag Back Force, Max Break haben wir, Power Reverse Force, also Rückwärtsgang. So, Start Mode. Das ist das, was man halt mit der Programmierkarte für 14,95 einstellt. Man stellt es vielleicht einmal ein und dann, ne? War's das. Und dann war es vielleicht. Aber ich sag mal im Großen und Ganzen, lämpliches Zubehör, es gibt sogar Alu-Zubehör. Habe ich es am Anfang vielleicht schon gesagt, klar, wir kriegen hierfür auch den gleichen Gips als 60 Ampere Brushes, habe ich am Anfang schon gesagt. Gleichzeitig gibt es den Kollegen auch als Kit. Das heißt, ohne Elektrik für, lass mich lügen, 100 € ein paar zerhackte. Da kann man nichts zu sagen. Also für knapp über 100, 3, 4, 5 Euro und so weiter kriegt man den, falls man die Elektrik zu Hause hat, sagt man einfach, ich habe hier noch was liegen, das baue ich mir ein und kann sich halt die Kiste für einen Hunifahr fertig machen. Ja, also im Großen und Ganzen finde ich das absolut echt top. So, jetzt machen wir einen ganz, ganz, ganz kleinen Cut. Dann kommen wir gleich wieder und dann schmeißen wir einmal die Leitbar an. Wir haben jetzt mal den 2S Lipo eingebaut. Wenn man den 2S Lipo reingemacht hat, muss man den vorderen Jumper rechts ist NIM, links steht auch drauf, links ist Lipo. Das ist das erste, was man einsteckt. Da macht man erstmal einen Trockentest mit der Funke und kontrolliert, wie die Funke eingestellt ist. Und dazu schauen wir uns erstmal die Lenkung an. Stellen wir den Wagen mal hier auf den Boden. Machen die Funke an. Funke macht man zuerst an. Machen wir den Wagen an. So, jetzt nehmen wir uns die Lenkung, achten auf den Servo und gucken erstmal nur, wie der Servo-Ausschlag ist.
Wir merken also jetzt, wenn wir auf die Räder, gehen wir auf die Räder, wir merken jetzt, wenn wir auf die Räder sind am Ende. Wir sehen aber trotzdem, wie der Servo weiter drückt. Ne? Der Servo drückt jetzt schon in den Servo-Saver rein. Das heißt, es ist eine Grundeinstellung ab Werk. Ne? Und die können wir jetzt einfach ganz normal über Steering DR. Nehmen wir einfach ein bisschen DR raus. Siehst du, jetzt drehe ich am DR. Und damit können wir jetzt einstellen, dass der Servo nicht mehr in den Anschlag geht. Und vielleicht noch einen Takt zurück. Und somit ist der Servo auf jeden Fall auch erstmal soweit safe. Ne? Dann nehmen wir den Wagen hoch und geben vorsichtig Gas. So, jetzt merken wir, dass der Gasbremse verkehrt rum läuft. Ne? Also gehen wir einfach nur an den Schalter Throttle, machen den auf Reverse, damit kehren wir das Ganze um und er dreht vorwärts. Ne? Das gleiche funktioniert auch bei Lenkung. Wenn wir den umstellen, lenkt er verkehrt, drehen wir, stellen wir ihn richtig. So haben wir jetzt einmal von der Grundkonfiguration die Lenkung eingestellt, Gas ist eingestellt, jetzt kontrollieren wir noch Failsafe. Das heißt, falls die Funkverbindung von der Funke zum Wagen abreißt, soll der Wagen direkt ausgehen. Ausgehen, stehen bleiben, nicht weiterfahren. Wäre besser. Das wäre besser. Ne? Das heißt also, wir nehmen den Wagen, nehmen Gas und machen, während wir Gas geben, machen wir die Funke aus. Ne? So. Es tut sich nichts mehr, also ist auch das. Weil sonst kann es durchaus nämlich passieren, dass wenn der Funk abreißt, ballert die Kiste plötzlich mit Vollgas weiter und es kann irgendwas passieren. Das sind so die ersten Grundsatzkonfigurationen, die man eben einmal macht, damit man auch sicher fährt. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Cut. Wir warten noch ein paar Minuten, die Sonne geht gleich runter. Und dann haben wir gleich eventuell noch ein schönes Video mit der neuen Lichtbar. Bis gleich. Bis gleich. So, ist noch ein bisschen hell draußen. Wenn es noch ein bisschen dunkler wäre, wäre das noch besser. Aber ich sag mal, auf jeden Fall vom Licht her kannst du kaum reingucken. Absolut, sehr hell. Absolut top. Ne? Sehr schick. Sieht sehr geil aus. Auf jeden Fall. Optisch total gelungen. Gefällt mir absolut klasse. Jo, dann würde ich mal sagen, wir beiden sagen Tschüss. Und Tschüss. Ne? Wir sehen uns beim Speedrun und beim ersten Bashen. Alles klar. Bis demnächst. Ciao. Ciao.